So, herzlich willkommen hier mitten aus World of Tanks. Hahaha, ich habe mal wieder Lust, was hochzuladen. Ja, lang ist her. Ne? Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Ich auf jeden Fall. Waren bei mir sehr aufregende Weihnachten, sehr lehrreiche Weihnachten, aber auch schöne Weihnachten. Und ja, ich hoffe, 2022 wird etwas besser. Ihr wisst, was ich meine. Mal wieder rausgehen, mal wieder Verwandte besuchen, mal wieder irgendwas trinken gehen oder was weiß ich, irgendwas machen. Billard spielen, was auch. Rollhockey, Kirschkern weit spucken, ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt schauen wir mal, wie es wird 2022. Jo. Mein erstes Video seit, glaube ich, 1,5 Jahren. Was wollte ich fahren? Ich würde einfach mal sagen, wahllos ein bisschen random. Und ich nehme meinen Lieblings-Random-Panzer. Und ihr wisst, wer das ist. Das ist Amur. Gut. Ja, dann starten wir einfach mal rein. So, die ersten 1, 2, 3 Runden im ersten Video nach ewigen Zeiten. Fahren wir eine Runde Sumur. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, die letzten Monate irgendwie keine Lust mehr gehabt, was hochzuladen. Aber jetzt ist wieder so ein bisschen die Lust gekommen drauf und ja. Jetzt muss ich es wieder machen, ne? Und ins Mikrofon schreien. So. Hier ist ja auch ein ganz spezieller Kanal. Also ich muss ja nochmal für die neuen Zuschauer. Moment. Schluck Kaffee. Es ist ja auch was anderes hier. Ne? Das ist ja. Moment. Immer diese Hektik. Markierung. Ich mag das nicht. Wenn ich alleine unterwegs bin, Spielernamen, die interessieren mich wie Schall und Rauch. So. Jetzt gucke ich erstmal Setup an. Ich kann nicht gleichzeitig Kaffee trinken, atmen, nachdenken, spielen. Also das ist nicht so möglich. Okay, wir haben kein Platoon. Keine Klicker. Bewegung. Aber wohin denn jetzt? Ich fahre mit dem 50-100 mit. Dankeschön. Also Freundlichkeit ist auch sehr groß geschrieben und den anderen vorlassen auf der Tanks, aber ist egal. Wo war ich stehen geblieben? Ja. Es ist nicht so der typische Kanal hier. Hier gibt es ja auch noch echte Lebenshilfe bei mir. Ne? Hier gibt es ja noch Tipps. Tipps und Tricks mit Firlefanz. Ne? Ich werde es dann sehen. Ich hoffe, ich werde in Zukunft ein bisschen mehr hochladen wieder. Und dann werdet ihr in den Genuss kommen von einzigartigem Content. Na komm, kleiner Mann. Sumur wartet schon auf dich. Und meine Dudes auch. Ach, ist langweilig hier. Hier keine Action. Ha? Wollte man einen richtig schlechten Schuss sehen? Achtung. Ach ja. Sehr toll fürs erste Spiel, oder? Actionreich, spannungsgeladen. Jetzt fahren wir rüber. Ich fahre zu meinem Autoloader. Kollegen. Ja, Entschuldigung. Ja, hier gibt es noch echte Lebenshilfe. Fragt mich in den Kommentaren, wenn ich euch irgendwie helfen kann oder beraten kann in allen Lagen in eurem Leben und allem Blödsinn. Nein, nein, Spaß. Ich spiele einfach noch ein bisschen World of Tanks. Ziemlich schlecht, aber ist mir auch egal. Ihr kennt es ja. Aber ich denke, wir haben trotzdem ein bisschen Spaß. Und die Tage wird es vielleicht auch noch mal eine Folge geben vom besten Format auf meinem Kanal. Die drei von World of Tanks. Ihr wisst, was ich meine. Kommt ja gar nichts, Leute. Ist das ätzend. Und schlechte Gesänge gibt es auch immer gratis. Oh, Somua. Somua! Bitte! Echt, wir haben sie nicht mal angekratzt? Ach, nicht, dass ich es wüsste, ne?
Oh, mon Dieu. Oh, der ELC geht mir auf den Nerv. Den werden wir mal gerade mal blockieren. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie war Weihnachten? War es auch so schön und abwechslungsreich wie meins und so lehrreich und speziell? Oder hattet ihr auch Spaß? So. Sind die üblichen TDs da hinten? Der T26 E4 ist jetzt kein TD, aber egal. Was für ein aufregendes Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hochladen soll. Also egal. Das ist halt random Gameplay. Da nehmen wir einfach immer mit. Entweder wir haben lustige Spiele, spannende Spiele oder wir haben sowas hier. Ich fahre mit dem Heavy durch die Wüste und komme nirgends an. Sag mal, wo ist denn der? Ach, da hinten. Ich habe noch zwei Schuss drin. Normalerweise lade ich bei zwei Schuss nach. Aber. Mache ich jetzt auch? Naja. Ja, ich denke, so in der Wüste ist es schon richtig schön so. Man kann durch die Gegend fahren. Nutzlos. Das nächste Spiel wird besser. Ich nehme euch noch eine Runde mit. Es soll ja einfach nur so auch ein bisschen ein kleiner Test sein heute. 15 zu 4. Eieiei, das ist wieder so eine Nummer, du. Ich fahre den Sumua gerne, weil ich bin jetzt nicht einer, der mit dem Sumua in erster Reihe fährt. Aber so mit den Heavys mitfahren mit gutem Turm. So ein bisschen mit Abstand und einfach bestrafen, wenn der Gegner einen Fehler macht. Und darum fahre ich den so gern. Es gibt nämlich nichts Geileres wie der hat 5 Schuss. Der hat einen 5 Schuss Clip. Dem einen richtig schönen. Na, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach schön. Das macht mir das so nur Spaß. Na? Prost. Oh, wir haben Glück mit Matchmaker. Wieder Achter. Sehr schön. Alles wieder Einzelkämpfer. So, jetzt machen wir eine bessere Runde. Sonst werde ich das niemals hochladen. Ich meine, ich habe ja auch einen gewissen Anspruch, ne? Das wisst ihr ja. Also zumindest so eine einigermaßen Runde will ich ja für euch dabei haben. Jetzt habe ich ja nichts zu kommentieren. Oh, doch, einen Zug. Nee, einen Zug haben wir. T26. Da. Ich fahre mal rechts. Ich fahre rechts. Bewegung, sagt er immer. Bewegung. Guck mal, was rausspringt jetzt. Es sind ja einige neue Panzer, Caliban, Turmwagen oder wie die Dinger heißen, ins Spiel gekommen. Ich habe keinen einzigen gekauft von denen. Ich stecke da eigentlich gar nichts mehr rein in das Spiel. Sind ein paar Dinge, die mir einfach nicht gefallen. Dieses ganze Thema mit dieser Feldausrüstung und diese EBRs, die sie immer noch nicht in die richtig genervt haben bei Wargaming, das ist einfach nur nervig. Das sollten sie ganz dringend machen. Weil es kann nicht sein, dass ich was mit was für ne, ich für das bei einem Kaliber dem in die Reifen baller und der fährt einfach weiter. Das ist, wie soll man sagen, nicht ganz realitätskonform, aber lassen wir das Thema.
Ah, mein Kollege da oben, der ist Amour. Ah, mein Pendant. Dann komm mal her, Pantera. Ja, noch ein Stück. Lächeln, 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 lächeln. Ach Mensch. Wo ist er denn? So, jetzt. Jetzt kannst du. Hallo. Hey. Pfeife. Keine Eier in der Buchse, ne? Das ist scheiße. Nee, das ist kacke. Jetzt bin ich wieder viel zu weit vorgefahren mit so einem Moor. Das sollte man nicht machen. Nur ein bisschen zweite Reihe und abwarten. Ich spekuliere ein bisschen auf den kleinen Italiener links, ne? Auf den da. Da ist er doch. Na komm. Heiland, sag nochmal. Der macht's aber auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, ich werde dieses Spiel nie hochladen. Nein, nein, werde ich nicht. Hey, jetzt kommt noch die Su. Ach du Scheiße. Wo ist denn mein Pendant? Heiland, zack! Kruzifix! Kruzidücken! Oh, mon Dieu! Hilfe, ich muss hier weg. Eieieiei. Ah, darauf hat der Pantera gewartet. Okay. Wir haben einen kleinen Privatkrieg, glaube ich. Ja. Ach, ist das wieder toll heute hier. So, jetzt warte ich nur auf meinen kleinen italienischen Freund. Den kriegst du zurück. Den kriegst du zurück. Ah, Samoa ist nachgeladen. Jawohl. Dankeschön. Der ging mir aber richtig auf die Eier gerade, ne? Ja. Was willst du denn? Da ist noch ein Italiener. So, dieser italienische Abend, italienischer Morgen. Dann warten wir mal ab. In World of Tanks ist es ja oft so, wer vorfährt, verliert. Ne? Ach, da oben steht ja so Moor One-Shot, wenn der draußen wäre. Das ist schon was Nettes, ja. VK könnt ihr den Schluss, den Schuss kassieren. Stopp, du Blödmann! Mann, ey, der fährt mir noch voll von Schuss. Ich mag Italiener nicht heute. Also, sie sind mir irgendwie unsympathisch, ne? Tja, jetzt VK. Wir sehen mal den Schuss da oben. Ich hab keinen Bock. Spot. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wir blinden mal, oder? Sollen wir? Da ist er doch. Na komm, schieß trotzdem. Ich kann es mir leisten. Ja, das war aber eine Geburt hier in der Ecke. Eieiei, ist ja wie im Kreissaal. So ist es. Scheißrunde. Nochmal eine Scheißrunde. Ich glaube, ich lade es hoch. Damit ihr gleich wisst, was ihr euch hier erwartet. Wenn ihr darauf steht, könnt ihr abonnieren. Wenn nicht, ich wünsche euch einen schönen Tag und ein gutes 2022. Nee, es gibt doch noch bessere Runden. Ey, mein bestes Format.
3 von World of Tanks, die werde ich wahrscheinlich aufnehmen, aber wahrscheinlich an einem lauschigen Abend und nur hochladen, wenn die zwei auch wirklich ein bisschen jugendfrei sind. Na? Da muss ich mal ein bisschen gucken. Ne? Falls ihr dieses Video guckt, ihr wisst, ne, was ich meine, Jungs. So. Puh, ich habe jetzt aber irgendwie keine Lust mehr. Mein Kaffee ist auch leer, sehe ich gerade. Moment. Ja, ich glaube, das soll es als Eröffnung gewesen sein. Das war die beschissenste Eröffnung, die ich je hatte, aber ich wollte einfach mal wieder ein Lebenszeichen setzen und ja, guten Tag sagen. Einfach guten Tag. Ich hoffe, man versteht mich. Puh. Geile Auswertung. Na dann, ist egal. Okay, dann wünsche ich euch vor allem ein gesundes 2022 und schaut öfters mal rein. Und ja, Villefans hat wieder Bock. Jetzt in 2-3 Wochen, denke ich, geht eine Kampa los. Da werden wir vielleicht noch ein paar Kampa-Spiele auf der Weltkarte ein bisschen hochladen. Das ist auch immer ganz lustig mit den Clan-Leuten. Ja. Wenn ihr Bock habt, schaut mal rein, ne? Und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine neuesten Videos. Dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und Wochenende und ich würde sagen, wir sehen uns, ne? Oder wir hören uns. Wir hören uns, ist besser ausgedrückt. Also, bis dann, wenn es wieder heißt, hier mitten in World of Tanks. Ciao, ciao.